Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount-Achievement-Guide präsentieren. Und zwar geht es um das Achievement Das alte Raktal. Und für dieses müssen wir insgesamt 200 zeitversehrte Abzeichen durch die Teilnahme an Quests und anderen Aktivitäten quasi hier im Event vom Geburtstag, dem 15. Geburtstag in WoW quasi hier im Alte Raktal absolvieren. Und wie wir das machen, will ich euch jetzt zeigen. Und als Belohnung gibt es hier einmal den Kampfwider der Sturmlanzen, beziehungsweise auf der Hordenseite quasi so ein Horden, ja, Wolfspendant. Und wie das aussieht, werde ich euch gleich mal zeigen. Und zwar haben wir hier den Kampfwider der Sturmlanzen. Das ist der hier. Und auf der Hornseite haben wir hier den Frostwolfknurrer. Und wie funktioniert das jetzt? Erstmal muss der Geburtstag sein. Der geht jetzt quasi hier vom 6. November 2019 bis 2 Monate sind es hier. Ganz bis zum Dezember läuft das Ding quasi auch noch hier. Bis zum 4. Januar ist das Event. Also ihr habt eine ganze Weile Zeit. Und wo könnt ihr euch queuen? Und zwar geht ihr einmal hier unter die Schnellsuche Spieler gegen Spieler rein und dann hier das untere Korax Rache. Und da seht ihr auch eine Anzeige, wie viel ihr für das Mount schon habt. Ich habe jetzt hier schon 99%, heißt, bin schon tatsächlich fast fertig und will euch jetzt die Möglichkeiten und Wege zeigen, wie man das effizient farmen kann. Als allererstes geht ihr hier quasi rein. Übrigens, alles, was ich jetzt erkläre, funktioniert quasi gespiegelt auch auf der Hordenseite. Ihr startet hier quasi das BG, lauft sofort in die Base und lauft hierhin, wo ich jetzt stehe, beziehungsweise könnt erstmal alle Quests hier annehmen, die in der Base sind, denn diese Quests an sich, wie ihr seht, hier müssen wir zum Beispiel einen Dude hier unten töten, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, würde 10 Abzeichen bringen. Oder ich muss einen Banner im Turm zerstören, bringt auch 10 Abzeichen. Das sind aber lauter Quests, die nur einmalig gehen. Es gibt insgesamt aber drei Quests, die ihr, oder es sind sogar vier, die ihr immer wiederholen könnt. Ja, es sind sogar 5 Quests, ja, wenn wir genau sind, die ihr wiederholen könnt. Und zwar wiederholbare Quest ist die Geschichte, dass ihr hier einen Haufen Rohstoffe abgeben müsst und so eine Säge in der Mitte looten müsst. Die habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich nicht gewillt bin, so einen Haufen Rohstoffe zu investieren. Also die lasse ich jetzt mal außen vor. Dann gibt es zwei Quests, dass ihr Ressourcen sammeln müsst. Und zwar sind es in den Minen, müsst ihr 10 Kisten aufmachen, wenn dann in der oberen oder in der unteren Mine. Das dauert relativ lang und bringt 2 Abzeichen, könnt ihr aber immer wieder machen, so oft ihr wollt. Dann ist es so, dass ihr quasi Rüstungsfetzen abgeben könnt, und zwar hier bei einem NPC, der anscheinend jetzt gerade getötet worden ist von der Horde. Also das ist immer auch so eine Geschichte, wenn euch die Questgeber umgenatzt werden, dann könnt ihr die Quests nicht abgeben, beziehungsweise wir können auch hier die Rüstungsfetzen gerade nicht abgeben, weil der tot ist. Aber hier steht normalerweise ein Typ, da könnt ihr das erste Mal eine Quest machen, dass ihr 20 Rüstungsfetzen abgibt und kriegt 10 Abzeichen. Und später kriegt ihr dann immer ein Abzeichen für 20 Rüstungsfetzen. Und wenn ihr einen gegnerischen Spieler lootet, dann kriegt ihr ja so im Schnitt so 25, 30 Rüstungsfetzen. Also ein Gegner gelootet ist quasi ein Abzeichen, so übersetzt, sogar ein bisschen mehr. Das Problem ist mit dem Gegner looten, ihr müsst halt wirklich der Erste sein, der dran steht und quasi den Körper einmal weglootet, und es kann ja immer nur einer looten. Deswegen ist es teilweise ein bisschen schwierig, darüber sich die Abzeichen zu holen. Und der letzte und effizienteste Weg ist eine Quest, die es hier bei ihr gibt. Die kann man auch immer wieder machen, aber sie ist halt begrenzt dadurch, dass man hier für die Quest einen Widder einsammeln muss. Man kriegt dann ein Quest-Item, läuft hier runter, kann dann quasi so einen Cast hier auf so einem Alterac-Widder wirken, und nach 15 Sekunden hat man ihn an der Leine, bringt ihn hier hoch, gibt ihn ab, und das bringt 5 Marken. Und das ist das Effizienteste, weil ihr seht, da unten sind die Widder, einfach eintüten, hochbringen, abgeben und das immer wieder machen. Der einzige Haken dran ist, dass ihr das nur so lange machen könnt, bis quasi, oh, jetzt kommt die Horde hier rein, bis quasi sie genug Widder hat, und dann geht dann irgendwann so eine Widderpatrouille hier los und dann greifen die an. Also das kann man nur am Anfang vom BG machen, weil das relativ viele auch angehen, und dementsprechend, ja, hat die nach einer Weile hier nicht mehr die Möglichkeit. Ihr schafft etwa so 5, 6, 7 Widder in einem BG, wenn ihr schnell seid. Wenn natürlich viele andere, die auch eintüten, dann können es auch ein bisschen weniger sein. Aber das ist tatsächlich die effizienteste Möglichkeit, und da kann ich euch auch noch einen kleinen Trick zeigen. Wenn ihr die Quest habt, hier runter geht, die Widder einsammelt, und die sind quasi in dem ganzen Bereich. Hier oben sind auch Widder und theoretisch sind auch hier welche, aber da dauert es zu lang, wieder zurückzulaufen. Ne? Und ihr könnt halt auch immer nur einen mitnehmen. Und das Gute ist, ab und an stellen Hexer hier auch ein Portal hoch, dann könnt ihr hier hoch, beziehungsweise man kann, wenn man gut ist,
Wahrscheinlich wird es der Vorführeffekt sein. Kann man hier auch so hochgehen. Ich gehe jetzt mal auf einen Mount. Dann geht es manchmal ein bisschen besser. Kann man theoretisch auch hier hoch, wenn man es jetzt nicht gerade so verkackt wie ich. Da musst du teilweise ein bisschen springen und manchmal funktioniert es dann, dass man quasi hochkommt. Ich weiß nicht, das ist jetzt der Vorführeffekt. Sonst schaffe ich es. Oh fuck, jetzt werde ich hier auch noch angegriffen. Okay, ja, jetzt schaffe ich es halt gerade nicht, keine Ahnung. Soll ich den Typen... Egal. Ja, ich zeige euch jetzt aber noch was anderes. Also man kann da definitiv hoch, muss es teilweise ein bisschen probieren. Manchmal stehen da auch Portale. Wir machen jetzt den Typen nicht, weil ich will euch ja jetzt auch noch was zeigen. Und zwar kann ich euch raten, dass ihr halt, wie gesagt, am Anfang dahin geht, die Widder-Quest hier so lange Widder einsammelt. Also ihr könnt natürlich auch hier außenrum hochgehen, wenn ihr es da nicht schafft, so wie ich jetzt gerade vergimpel. Mit dem DA könnt ihr übrigens hochfliegen, ne? Also so lange macht ihr halt die Widder-Quest, bis ihr keine Widder mehr abgeben könnt, weil sie halt dann genug hat von den Widdern. Dann macht ihr quasi die Minen-Quests, wo ihr, ja, immer 10 von den Minenzeug abgeben müsst. Jetzt ist natürlich blöderweise auch die Horde hier in der Mine drin. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier uns den Spot raussuchen, den wir brauchen. Und zwar sind es die Sachen, die ihr einmal aufsammeln könnt. Und davon braucht ihr halt 10 Stück. Und das bringt, wie gesagt, 2 von den Abzeichen. Und das könnt ihr auch endlos quasi machen. Dann gibt es einen Spot, der ganz gut ist. Und zwar ist es hier dieser große hier. Und da macht ihr es am besten... Geht doch weg jetzt. Macht ihr es am besten so, dass ihr diese 3 Dinger einmal hier abbaut. Und wenn ihr das getan habt... Warte, ich brauche das eine noch. Okay. Perfekt, jetzt lasse ich mich auch sterben, dann bin ich nämlich direkt in der Basis. Wunderbar. Nice. Der hat mir jetzt gerade echt weitergeholfen. Ihr baut diese 3 ab und dann bleibt ihr in diesem großen Raum stehen und wartet immer, bis es wieder respawnt. Das geht am schnellsten, weil im Normalfall farmen da relativ viele in der Höhle drin und dann dauert es recht lang, wenn ihr einfach nur durch die Höhle lauft. Da ist dieser große Raum der beste und dann könnt ihr einfach immer diese 3 abbauen, so habe ich jetzt auch immer gefarmt. Genau, das geben wir jetzt hier einmal ab wieder. Jetzt habe ich mein Achievement fertig, müsste auch mein Mount bekommen. Und jetzt kann ich das halt einfach wieder annehmen und wiederholen. Es gibt halt jetzt 2 Möglichkeiten, wie ihr es machen könnt. Ihr meldet euch ein BG an, macht das Widder-Quest. Und sobald die Widder-Quest zu Ende ist, lieft ihr das BG, macht eine Viertelstunde was anderes, queued neu rein und macht wieder die Widder-Quest. Oder ihr macht es halt so, dass ihr ins BG reingeht, die Widder-Quest macht, bis es halt erschöpft ist und so lange dann in der Mine rumläuft, bis die Widder wieder ab sind, nämlich so nach, weiß ich nicht, halben Stunde oder vielleicht auch ein bisschen länger, kann man wieder neue Widder abgeben. Das hat so, ist relativ lang, wie es dauert, aber ich habe es auf jeden Fall in BG schon gesehen, dass man wieder neue Widder abgeben konnte. Ja? Also so könnt ihr es natürlich auch machen, je nachdem, was euch lieber ist. So, ich habe jetzt meine Achievement fertig. Ich müsste jetzt theoretisch einmal das Mount bekommen. Jetzt gucken wir mal. Rufen wir mal hier die Stanzpfeife und schauen mal, ob das irgendwo drin ist. Ne, anscheinend nicht. Komisch, warum habe ich keinen Mount? Ich habe es weder im weder im Postkasten noch im Dings habe ich es. Eigentlich müsste ich jetzt meinen Mount bekommen haben. Weil Achievement gab's. Oder habe ich es im Inventar? Ah, man hat es im Inventar. Interessant, okay. Da haben wir es. Und ich müsste jetzt auch das Horden-Pandor dazu bekommen. Reiten wir einmal mit dem mal oder setzen wir auf. Hier haben wir es. Da seht ihr den Widder. Da ist er. Ist quasi ein HD-Modell von dem Widder, was man damals schon hier im BG bekommen konnte. Genau. Und jetzt schauen wir mal auf der Horden-Seite. Genau. Hier habt ihr jetzt quasi auch das Horden-Mount. Also ihr müsst es nur tatsächlich einmal farmen und dann seid ihr fertig. Was ich am Anfang noch gemacht habe, wie gesagt, man kriegt hier ein paar mehr Quests hier drin in dem Lager. Und zwar sind hier überall NPCs. Da könnt ihr am Anfang einmal alle Quests annehmen. Und wenn ihr das getan habt, müsst ihr mal so einen Friedhof auch einnehmen, einen Turm und solche Geschichten. Das kann man am Anfang mitnehmen, geht relativ schnell. Aber am schnellsten sind halt, wie gesagt, die beiden wiederholbaren Quests. Genau, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte ich euch geholfen haben, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Chila, bis zum nächsten Mal. Ciao.